Ist denn das? Schneit hat heute Nacht mindestens 10 cm Schnee hat gehabt. 10 was bitte? 10 cm. Tartan? Ja, das geht ja bis zum Bauch, wenn es mir ausgeht. Ich will rausgehen. Ja. Ich will jetzt gleich nicht rausgehen. Das sieht ja so wonnewatte weich aus. Da will ich nicht nur bis zum Bauch, sondern da will ich bis zum Hals will ich da reingehen. Halt, da bleiben. Warum? Erst der Nase und riecht es tot. Lass mich aus, ich will raus. Nein. Ich bin ja unsichtbar, wenn du wegschaust. Und wenn ich unsichtbar bin, dann werde ich auch nicht nass. Und wenn ich nicht nass werde, dann friere ich auch nicht. Weißt du denn das immer noch nicht? Lass mich jetzt aus! Trotzdem, erst irgendwas warm so für alle Fälle. Und jetzt sehen, dass ich zufällig zum Fenster nachschaue. Ist mir auch egal. Ich will raus. Schau doch mal, was jetzt los ist. Schau. Fang's wieder, Schneidmuff. Ja, wie das tanzt und glänzt und wirbelt und zwirbelt. Oh, ist das ein schönes Schneeflocken. Ja, Schneeflocken locken. Oh, die muss ich fangen. Ich fange alle Schneeflocken, alle. Soll ich dir eine mitbringen? Ja? Probier's mit dem. Du wirst sehen, ich bring dir nicht nur eine mit, sondern zwei. Ja. Oder 100. Oder 50, 187. Ja, dann lauf zu. Ja, also gut. Schneeflocken fliegen, Schneeflocken Traumflocken liegen, überall, das ist mein Fall, ich fang euch all, knall, ho, ho, ich putze rein, ich putze raus, Meister Eder, schau! Da muss ich nur jetzt schauen. Oh, ist das schön. Der kleine Kerl im Schnee, das muss ja wirklich saukomisch sein. Hey, Bumbuki, du schaust wie der Schneemann aus. Ja, bis zum Bauch geht dir der Schnee. Ein richtiger Schneefloh bist. Ich schwing, gell? Oh, schön! Aber kalt, plötzlich schrecklich kalt. Mein Finger, mein Zeh, oh, das tut ja weh. Ich hab doch gesagt, das kalt ist, sobald du sichtbarer bist. Dann schau lieber weg. Ist das kalt. Schon, aber zieh mich bitte raus. Da muss man ja furchtbar schnaufen und kann nicht laufen. Und neben oben. Wir will aber doch eigentlich wieder in den schönen Schnee sein. Warum ist der denn so kalt? Ja, weil es aus dem Winter ist. Ja, und hier am Ofen ist es, Gott sei Dank, Sommer. Schöner Sommer. So, jetzt komm her. Da wickeln wir die in meinen Wollschal. In einen Wollschal, ja. 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 Weißt du was? Man müsste, ich habe eine tolle Idee, den Winter von draußen hereintun zu dem Sommer am Ofen. Ja, du wirst dich auch da. Wieso? Sei froh, dass der Herr Ringfer Schnee ist. Oh, ich habe dir keine Flocken mitgebracht. Ich habe alle Flocken draußen, fliegen lassen. So viele Flocken fliegen und, mir wird's zu warm. Ich will wieder raus. Mir ist es so warm, dass der ganze Schnee warm wird, wenn ich rausgehe. Ich will jetzt nochmal das raus. Nein, nix da, du bleibst bitte nur ganz nass, schau. Mach doch nicht. Jetzt wird die immer rein und rausgegangen und dir rauf und dir zu. Ich muss arbeiten. Dann bring mir wenigstens ein Stück Schnee rein. Ich will jetzt mit Schnee spielen. Ja, nein, das wäre sein nichts da. Spiel mit die Vogelspinnen, das ist genauso schön. Und der Schnee schaut sich von herin viel angenehmer an, als wir von draußen. Ach, der Schnee schaut sich draußen an. Nun, den Schnee nur vom Fenster aus anschauen, das wollte der Pumuckl ganz und gar nicht. Aber die Kälte hatte ihn doch so weit erschreckt, dass er zunächst bereit war zu folgen. Aber in seinem kleinen Kopf wälzte er einen Plan. Er musste nur warten, bis der Eder weg war und somit keine Gefahr bestand, dass der Kobold sichtbar wurde. Und dann, so glaubt er wenigstens, konnte er mit dem Schnee anfangen, was er wollte. Er musste nicht lange warten. Der Eder ging fort, um sich Zigaretten zu holen. Jetzt ist er weg, jetzt kann ich Schnee hereinholen. So, aller Schnee muss in die Stube sitzen. Aller Schnee, große Arbeit für den Pumuckl. Große Arbeit, der Meister Eder, der wird sich wundern. Er weiß noch gar nicht. Wie Kobolde arbeiten können, die können arbeiten, sag ich, Arbeit. Oh, wo ist denn mein letzter Schnee hingekommen? Den habe ich doch neben den Ofen. Der ist weg. Hier hat er meinen Schnee gestohlen. Der war doch gerade noch da. So eine Unverschämtheit. Wo kommt denn diese Wasserpfütze her? Das sieht ja aus, als hätte hier ein Hund.
Also da muss ja irgendwo ein Hund sein. Na, warte, und der hat meinen Schnee gestohlen. Diese Schachtel voll Schnee verstecke ich hinter die Bretter. Jawohl, hinter die Bretter. Die ist der Angelweiter. Wo, Mugi? Oh, du bist ja viel zu früh da. Was machst du denn hinter die Bretter? Nur so ein bisschen Winter hereintun. Aber es wird noch viel mehr. Das wird schön. Weißt du, dann kann ich in der Wärme fein mit Schnee spielen. Ich hole jetzt. Die hat's ja wohl vom Vorwicker. Von wem? Das ist ja ganz locker. Du stell dir vor, da habe ich zuerst Schnee hingetan. Und da muss ein Hund oder sonst wer gewesen sein. Der hat mir den Schnee gestohlen. Und stattdessen hat er also so etwas Unanständiges war schon lange nicht mehr da. Darum verstecke ich ja auch. Oh, hinter dem Bretter kommt auch Wasser. Und der Schnee, mein Schnee ist weg. Oh, mein Gott, du Schnee. Bist denn du nicht immer? Was ist denn? Der Schnee schmilzt doch da herinne. Die Lacker da, das war kein Hund, sondern das ist einfach der geschmolzene Schnee und der schmilzt da. Schmilzt, was heißt denn das? Jetzt hör. Jeder Schnee schmilzt. Meine Schnee? Jawohl. Ein Schnee ist doch nichts weiter als Wasser, das gefroren ist. Wenn es kalt ist, dann wird aus dem Regenwasser, das vom Himmel fällt Schnee. Und wenn man den Schnee wieder in die Wärme führt, dann wird wieder Wasser draus. Darum gibt's ja den Schnee auch bloß draußen im Freien und nie in der warmen Stube drin. Aber ich will Schnee in der Stube haben. Ich will nicht Vogelspäne, ich will Schnee. Mei, dann nützt dir das ganze Wolken nichts. Was warm ist, schmilzt er. Und wenn's nicht so warm ist, bleibt er liegen und dann schmilzt er auch nicht. Ja. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Was? Das, was du da sagst, da habe ich nämlich eine großartige Idee. Was für eine Idee? Sag ich nicht. Muss ich noch überlegen. Aber dann sag ich dir vielleicht schon. Ja, dann geht das. Jetzt wischen wir zuerst einmal die Lacke zusammen. Also, weißt du, der Ofen ist ja sogar mir zu warm. Nicht nur dem Schnee. Ja. Also ich schmelz nämlich auch gleich. Ja, aber hoffentlich ohne, dass der Lacke hinterlässt, gell? Ich schmelze so. Oh, schmelzt! Sag mal, kann man nicht den Ofen ein bisschen abstellen? Ja, nicht. Wenn man den Riegel darüber führt. Welchen Riegel? Den da drunten, ja. Da. Mhm. Aber ich finde es gar nicht so warm, der Herrinner. Macht auch nichts. Macht gar nichts. Macht überhaupt nichts. Aber ich weiß jetzt, was ich tue. Was? Ich weiß jetzt, was ich mit dem Schnee tue. Ja. Und sag ich dir. Da herin, den kann ich Schneelacken mitmachen. Nein. Gell? Ich hab was anderes als hinter dir drei immer alles zusammenzwischen. Nein, ich verspreche dir, dass du keine Schneelacke mehr zusammenwischen musst. Ahnt ihr, was für eine neue Idee der Pumuckl gehabt hat? Und warum er so ganz nebenbei wissen wollte, wie man den Ofen abstellt? Ganz einfach. Wenn der Ofen abgestellt wird, dann ist es nicht mehr so warm. Und wenn es nicht mehr so warm ist, dann, so glaubte der Pumuckl, kann man den Schnee in die Werkstatt schleppen, ohne dass er gleich schmilzt. Diesen echten Pumuckl-Plan setzte der kleine Kerl in die Tat um, als der Eder seinen Mittagsschlaf hielt. Allerdings hat er dabei nicht mit den Tücken eines Ofens gerechnet. Doch zunächst ging's großartig. Alles zu warm, alles zu warm. Ofen abstehen, so, und jetzt Riegel herüber, so, und jetzt Türe weit auf und oder muss ich jetzt das rausklettern? Und die warme Luft hinausjagen und kalte Luft hereinjagen. So. Hinaus. Und jetzt andersrum. Herein. Herein. So. Ob jetzt genug gejagt ist? Zu dumm, dass ich ohne Eder unsichtbar bin. Ich spür's nicht recht, ob das schon genug ist. Na ja, sicher ist es jetzt schon schnatterkalt. Also, es kann losgehen. Her mit der Schachtel und jetzt hol ich. Ich bin kein Klabauter auf der See. Ich bin ein Klabauter auf dem Schnee. Die Schachtel ist mein Schiff. Die Türe ist ein Riss. Die Bretter ab den Wellen vor Schnee, die überquellen. Was ist denn jetzt los? Da kommt ja aus dem Ofen lauter Rauch. Der raucht ja wie ein Schlot. Wie ein Dampfschiff. Schlot. Und das ist sehr gut. Mein Schiff ist ein Dampfschiff. Das macht... Was habe ich denn da im Hals? Warum denn diese dumme Husterei so schnell ausleeren? Und gleich wieder nächster Schnee. Ach, ist ja anstrengend. Kein Klabauter auf der See, kein Klabauter im Schnee.
also alle dieser Rauch, der kommt direkt zur Tür raus. Und wenn der Rauch kommt, vielleicht kommt nicht, dass ich gar nicht mehr reinkomme. So, und ist ja lauter Nebel hier. Nebel, na, das ist gut. Ich fahre mit meinem Schnee durch den Nebel. Wie das passt, da werde ich gleich mal das Nebelhorn blasen, damit ich nirgends anstoße. Ja, der Freund, der wir sitzen, der ist da oben so geträumt. Der hat einen Rundknopf. Nein, nicht hier oben wieder anstellen, nicht! Ist mein Schnee! Ja, greif, die und Mama, wo er stand, hilft denn du? Wieso? Wenn wir den oben den Rundknopf treiben, dann wollen wir doch. Nein! Oh, ja, das stimmt. Du bist ja meinen Schnee! Mein Schnee! Tatsächlich hat der wieder einen Schnee rein. Hau den weg, sagt er. Der schmilzt ja nicht, dieser Schnee, weil ich kalt gemacht habe, hier drin. Wie kalt habe ich gemacht? Ja, sicher. Mach die Tür zu, bitte. Ich friere. Ja, noch was mehr. Nein. Ich hole es zu. Der Rauch muss erst abziehen. Nein, der Rauch muss erst abziehen. Okay, komm mal raus. Allmählich, Herr Zickl. Nein, genau zu dem Schnee, wo du so was willst, aber da bringst du bevor mir rein. Genau. Und arbeite mit den Lampen, damit ich dich nicht sehe. Da hast du unsichtbar draußen da was willst. Ich habe jetzt nur, verstehst du? Jawohl, und ich habe auch genug, sehr genug sogar. Ja. Ich gehe raus, mach deinen dummen Vorhang zu, ich spiele draußen. Jawohl, tut doch nur. Und solange ich will, und herinnen spiele ich überhaupt nie mehr. Hoffentlich. Nur damit du es weißt. Ja. Und damit ist der Pumuckl auf und davon. Und der Eder hat wirklich seinen Vorhang zugemacht. Die Wut von Pumuckl war bald verflogen. Er fing Schneeflocken und staubte Schneehauben von der Hofmauer. Und das allergrößte Vergnügen, er kletterte auf den Kastanienbaum, der im Hof steht, und warf Schnee von den Ästen. Wie er gerade so richtig schön im Spielen war, da kam der Hausmeister. Er hatte eine Schneeschaufel und fing an, den Hof zu räumen. Unter dem Kastanienbaum begann er mit seiner Arbeit. Zuerst war der Pumuckl ganz starr vor Schreck. Dann fing er ganz fürchterlich an, in den Baum herumzuhüpfen. Dabei platschte nur so der Schnee von den Ästen, direkt auf den eben freigeschaufelten Platz. Ja, Herrschaft, Zeiten. Da habe ich doch jetzt gerade gerannt, jetzt ist alles wieder voll. Ich bin so ein Wind, dass der Schnee da dauernd vom Baum fällt. Hoppla, das fällt dann ja direkt in den Hals rein. Ach, dass heute noch zu viel Schnee herhaben müssen, das ist mir gerade noch aufgegangen. Au! Was ist denn da oben an dem Baum los? Das ist ja direkt wie, wenn der Baum zündet nach mir. Ja, hab ich mich jetzt da getäuscht oder nicht? Da hat doch gerade jemand gelacht. Ah, Moment, ist das der Lothar, der Saubuch im zweiten Stock, der da schmeißt. Weil konnte ich nicht so rufen. Lothar, wart nur, wenn du nur einmal einen Schneeball schmeißt, dann kommt er. Ja, dir wird dann kommen. Ach, so eine Unverschämtheit, so eine Frechheit. Schau, du Elendiger. Ja, die meine ich, Lothar. Was ist denn? Ich habe gar nichts so. Da. Ah, du nicht so scheinheilig. Ein Schneeball hast du direkt am Kopf geschmissen. Ich? Nein, ich bin ja erst gerade auf dem Balkon raus. Ah, sowas kannst du nicht deine Freunde machen, aber nicht mit mir oder dem Hof, verstanden? Wenn du da einen Schneeball schmeißt, nachher erlebst du es. Wenn ich doch überhaupt nicht wahr. Du lügst doch nicht so unverschämt. Das war jetzt schon zweimal und genau zu. Ganz genau. Ah, grüß Gott, Frau Altenweger. Gut, Herr Gabler, wo schimpfen Sie denn? Ach, weil der Lothar dauernd mit Schneeballen schmeißt. Wissen Sie, der Hausner Lothar vom Balkon da oben rum. Ja, so war. Ja, direkt am Kopf. Ja, also ich sag's euch, weil die Jugend von heute, die hat überhaupt keinen Respekt mehr. Aber das liegt an der Erziehung, die so gern rief. Entschuldigen Sie, dass ich mich einmische. Ist was passiert? Auf Hund da oben,
schmeißt der Saubur dauernd den Schnee. Ja. Ganze Ladungen schmeißt er runter. Frau Altenberger ist dies sparschlos. Ja, Frau. Ja, was, im Balkon ist ja gar niemand. Kann's nicht von dem Baum runtergefallen sein. Nein, das war ein Schneeball. Ja. Vom Baum runter fällt der Schnee ganz anders. Ja, aber ganz anders, das können Sie mir glauben. Ja, aber vielleicht. Vielleicht verdächtigen Sie den Blumen zu Unrecht. Der Schnee ist schon recht nass und pappert und wenn das vom Baum runterfällt, ist das wie ein Schneeballen. Also ich verstehe Sie nicht, Herr Eder. Warum wollen Sie partout den Blumen verteidigen? Ich habe ja selber vorhin auf dem Balkon gesehen. Ja, wir haben so. Ja, aber ich sehe auf dem Baum einen Vogel und der... Ach, und der Vogel schmeißt Schneeballen. Nein, aber... Hört fast Zeiten. Ja, da haben Sie jetzt einen Vogel. Genau ins Herz rein hat er getroffen. Genau, sowas. Du, wenn jetzt nicht augenblicklich mit dem Schneeschmeißen eine Ruhe ist, dann sperre ich die 3 Tage in Schubladen und raus kommt man nimmer. Aber gingen Sie zu, Herr Eder, das ist doch keine Drohung für einen Buben. Das können Sie einem 3-jährigen Kind sagen, aber doch nicht an solchen Gleichen, wie der da drum ist. Verlassen Sie sich drauf. Das hilft. Na, da hilft nichts anderes, als zu den Eltern gehen und denen über ihren Sprössling Bescheid sagen. Und wenn zwei Mannsbrüder nicht Manns genug sind, dann mach's halt ich. Na, der Bub ist ja ganz unschuldig. Ja, ganz unschuldig. Wir haben uns den Schnee gegenseitig abgeschmissen. Wenn es tut, das sind ja zwei. Aber da kenne ich nichts. Und die gehen auf, und zwar auf der Stelle. Da werden wir schon sehen, ob wir den Saugwurm nicht zur Raison bringen können. Der Meister Eder hat natürlich ganz genau gewusst, dass sein Pumuckl die Schneeballen geworfen hat. Aber wie sollte er das den Leuten klar machen? Es blieb ihm gar nichts anderes übrig, als die Frau gehen zu lassen. Er war darüber nicht wenig zornig. Er ging zurück in seine Werkstatt, nicht ohne noch einen geradezu niederschmetternden Blick zum Baum bzw. zum Pumuckl hinaufzuwerfen. Dem Pumuckl wurde es dabei richtig unbehaglich. Dazu noch die Drohung mit der Schublade, mit der der Pumuckl ja schon ein paar Mal Bekanntschaft gemacht hatte. Da ließ er lieber das Schneewerfen sein. Da war es doch vielleicht interessanter zu hören, wie der Lothar geschimpft wurde. So kletterte also der Pumuckl vom Baum und lief der alten Frau nach. Und da kam er gerade recht, wie die Mutter zur Frau Altenweger sagte. Also reden Sie sich gut auf, Frau Altenweger. Sie haben völlig recht. Selbstverständlich wird er dafür bestraft. Und ich werde es bestimmt nicht wieder tun. Naja, hoffen wir. Warten Sie, rufen gleich einmal. Lothar! Lothar! Da kommen wir mal her. Ja, sag einmal, was fällt denn dir eigentlich ein? Hast du nichts Ungezogeneres und Dummeres im Kopf, als die Leute mit Schnee zu bewerfen? Aber ich hab doch gar nicht. Na, freilich hast. Und nicht nur einmal. Der Hausmeister hat selber gesehen. Und dass du es weißt, für heute kannst du rodeln und aufs Straße gehen aus dem Kopf schlagen. Geh sofort in dein Zimmer. Ich will nichts mehr von dir sehen. Mutti. Keine Widerrede. Also, Frau Altenweger, entschuldigen Sie bitte. Ja. Und sagen Sie es auch den beiden Herren. Es soll nicht mehr vorkommen. Was blieb dem Lothar schon übrig, als die Strafe hinzunehmen? Gegen so viele Erwachsene war nicht aufzukommen. Er ging in sein Zimmer und hatte große Mühe, nicht loszuheulen. Dem Pumuckl aber war es mit einem Mal gar nicht mehr so recht behaglich zumut. Er hüpfte zwar zurück in den Hof, aber der Schnee kam ihm mit einem Mal recht pappig vor. Und er war gar nicht so lange im Hof, da spürte er Eders Blick und begann jämmerlich zu frieren. Da zog er es vor, recht kleinlaut in die warme Werkstatt zu schleichen. Das heißt, geschlichen ist er bloß bis zur Tür. Von da ab ist er mit einem Satz hinter einem Bretterstapel in Deckung gegangen. Wenn du meinst, dass ich dich nicht gesehen habe, dann hat er steht. Und wenn du meinst, dass ich dir so nicht erwisch, dann hat er steht nochmal. Aber ich mach momentan nicht. Von mir aus tust du, was du willst. Sperrst du mich nicht in die Schublade? Ich will nichts wissen. Heute hast du mich so geärgert, dass mir alles wurscht ist. Ich rede nicht einmal mit dir, verstehst? Ein bisschen Schnee werfen, ist das so schlimm? Hallo? Hallo? Du sollst mir sagen, ob das so schlimm ist. Hallo? Hallo? Soll ich mich selber in die Schublade einsperren? Also, fangen könntest du mich ja wenigstens. Das war doch schon sehr komisch, wie immer Schnee im Hals.
in jedem Hals. Auf jedem Kopf. Ja. Und für den Burm ist es wahrscheinlich jetzt auch furchtbar komisch, gestraft zu werden, das er gar nicht getan hat. Aber das ist ja für so einen Kobold wurscht. Aha, wenn du wieder mit mir redest, dann ist es mir vielleicht gar nicht so wurscht. Ja. Dann wäre es mir vielleicht sogar lieber, wenn der Lothar nicht im Zimmer sitzen müsste, obwohl ein warmes Zimmer ist ja auch nichts Schlimmes, oder? Nein, also... Aber wenn ihm kein Mensch glaubt, dass man ganz unschuldig ist, das ist schlimm. Das ist sehr schlimm, das kenne ich. Aber ich kann nicht gut nachgehen, sagen wir Kobold was. Nein. Die halten mich ja wie narrisch. Aber ich kann ja auch nicht draufgehen und sagen, der Pumuckl war es. Also das bitte schön, das musst du doch einsehen. Was machst du, ist mir gleich. Aber mir sind geschiedene Leute, wenn du das nicht in Ordnung bringst. Geschiedene Leute, geschie. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, ich merk's dann schon. Und jetzt will ich kein Wort mehr hören. Ich werde jetzt was tun, ich weiß nur noch nicht was. Aber ich gehe und ich denke mir was und ich gehe. Hör zu, ich gehe. Da der Pumuckl keine Antwort mehr vom Eder bekommen hat, ist ihm gar nichts anderes übrig geblieben, als auch wirklich zu gehen. Der kleine Kerl wusste überhaupt nicht, wie er das wieder in Ordnung bringen sollte. Er spazierte halb wütend, halb ratlos bis zum Hof hinaus auf die Straße. Der Hausmeister war gerade dabei, auch vor dem Haus den Schnee ein wenig wegzuräumen. Der Pumuckl kletterte auf ein verschneites Fenstersims und sah ihm zu. Plötzlich sah er Frau Altenweger daherkommen und beim Hausmeister stehen bleiben. Also der Lothar, der wirft uns keinen Schnee mehr. Der hat Zimmerer ist. Seine Mutter ist ganz meiner Meinung gewesen. Ja, sowas kann man ja auch nicht durchgehen lassen. Ja, das ist uns jetzt. Aber nachgegangen sind sie nicht. Ich mag keinen Unfrieden mit den Leuten. Also ich hab's ganz friedlich gesagt. Ganz friedlich. Es hat gar keinen Krach mehr. Oh ja, was ist denn das? Was? Da kommt schon wieder so eine Ladung runter. Schauen Sie nur gerade, wie ich ausschau. Na ja, das kann aber nicht der Lothar gewesen sein. Da. Die wohnen ja gar nicht nach vorne raus. Da schauen Sie. Von dem Fensterbrettel kommt es runter. Der Teufel. Aber die Fenster sind ja zu. Das muss von allein runtergelöst sein. Also sowas. Geh mal schleunigst da weg. Geh mal da her. Halt. Geh es weg. Da fällt's auch vom Fenster sind. Der Schnee, der wird jetzt warm und battert und rutscht überall runter. Aber das war jetzt genauso. Also ich möchte sagen, zielt genau wie vorher. Ja, komisch. Weil aber da kann, wir haben zielt, haben nicht. Alle Fenster sind zu. Ja, ich werde doch vorhin den Turm nicht unrecht getan haben. Also das wäre mir direkt arg. Genau so, ganz genau so ist mir der Schnee im Hof aufgefallen. Da schauen Sie, da rutscht schon wieder was. Mein Gott, ich hab den Turm wirklich unrecht. Ja, jeder hat ja auch gemeint, dass das nicht vom Balkon runtergekommen ist. Ja, aber Sie haben doch den Lothar gesehen. Ja, schon, aber nicht beim Werfen, bloß so. Ja, jetzt ist mir aber schnell aufgefallen. Da muss ja gleich zwei Sperrstangen hermachen, dass die Leute nicht so nah am Haus vorbeigehen können. Am Tag kommt der Schnee auch schon ins Rutschen. Ja, also, das muss ich der Mutter vom Lothar sagen. Wir haben den Buben ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Vielleicht war es wirklich nicht. Ja, schon wird's ja mir nichts, wenn er heute in der Stube bleiben muss. Nein, das möchte ich nicht. Wissen Sie was? Ich schau mir jetzt auf der Hofseite die Fensterbrille an. Und wenn's da genauso runtergerutscht ist wie da vorne, nachher war's der Bub nicht. Als der Pumuckl das hörte, wusste er plötzlich, was er tun musste. Schnell den Schnee von ein paar Fensterbrettern auf der Hofseite schieben. Während die Frau Altenweger und der Hausmeister noch ein paar Worte wechselten, ist er wieder blitz um die Ecke herum gesaust und hat so viel Schnee von den Fensterbrettern geschoben, als er in der Eile nur konnte. So kam's, dass die Schneeladungen, die er vorher noch aus Wut auf die Frau Altenweger geworfen hatte, jetzt einen wirklich guten Zweck bekamen, nämlich die Unschuld des Buben zu beweisen. Was auch wirklich gelang. Da bin ich jetzt draufgekommen. Ja. Schauen wir doch von Ihrem Fenster von wo herum runter auf die Fenster sind. Wenn da der Schnee runtergerutscht ist, nachher war es mir die Rosa gar nicht. Ach, ich möchte ja wirklich nicht unrecht sein. Ja, dann kommen wir nur mal rein. Also mein Bub hat mir ja inzwischen auch hoch und heilig versichert, dass es nicht war.
Ja, aber wenn es doch der Hausmeister selber gesehen hat. Er hat ja nur einen Lothar auf dem Balkon gesehen. Also, aber nicht wie er wirft. Ja, also jetzt schauen wir einmal. Ja. So, schauen. Die leeren Fenster sind. Da ist alles runtergerutscht. Also, es tut mir wirklich leid. Sagen Sie es dem Lothar. Er kriegt von mir einen Schokolade, weil er am Unrecht ist. Nein, nein, das braucht es wirklich nicht. Aber wenn Sie es dem Lothar vielleicht selber sagen wollen, dann ist alles in Ordnung. Ja. Lothar! So war die Sache also wieder gut gemacht. Den Pumuckl ist ganz leicht um sein kleines Koboldsherz herum geworden und er ist auch gleich zum Ida gesaust. So, jetzt musst du wieder mit mir reden. Alles ist gut. Frau Altenweger hat eingesehen, dass es der Lothar nicht war und der Lothar, der geht jetzt dann gleich zum Rodeln. Jawohl, und ich bin ein fabelhafter, braver, guter, lieber Pumuckl. Und ich werde es glauben. Ja, du musst das glauben. Ich habe von anderen Fensterzinsen nämlich einfach Schnee runtergeworfen, sodass die Frau Altenweger eingesehen hat, dass das überhaupt nicht vom Lothar gewesen sein kann und überhaupt nicht von irgendwelchen Leuten überhaupt, sondern dass der Schnee ganz von alleine rutscht, weil er nämlich nass ist. So klug bin ich. Ist das wirklich wahr? Ja, natürlich ist es. Das ist sogar noch viel wirklicher als wirklich wahr. Du kannst dir ja die Fensterzinsen anschauen. Ja, ja. Aller Schnee ist einfach weggeschoben. Aber nicht, weil er nass war, sondern weil der Pumuckl sehr schlau war. Mhm. Dafür bin ich jetzt aber auch ganz nass vor lauter Spitzen. Ungeheuer gearbeitet hat. Ja, also wenn das meine Urahnen ahnt. Ja, ja. Ja, und sag mal bitte, muss ich denn jetzt noch in die Schublade? Nein, ich meine, wenn du willst, dann kann ich mich ja für 97 Sekunden hineinsetzen. Aber ich finde, dass das eigentlich... Das war's? Also, dass wir uns diese Mühe nicht machen sollten. Also von mir aus nicht. Aber für die Zukunft merkst du, dass die Menschen es nicht mögen, wenn man ihnen Schnee in den Hals wirft. Ja, und dass man Fenstersimse abräumen muss, wenn man was in Ordnung bringen will. Und, ja? Dass man nicht den lieben Pumuckl schimpfen darf, weil er nämlich alles in Ordnung bringt. Nein, ja. Dass man nicht so boshaft sein darf. Boshaft sein darf, dass man nicht so boshaft sein darf und den Pumuckl verhungern lassen. Ich hab einen Hunger wie zwei Elefanten und sieben Tanten, die tagelang rannten und gar nicht fanden als Ecken und Kanten. Oh, was für ein trauriges Gedicht. Naja. Oh, mein Mann. Schauen wir mal. Was denn da jetzt nicht? Aber bitte mal ganz schnell schauen, ganz besonders schrecklich schnell. Und wir wollen gar nicht mehr davon reden, was ich mir für die Zukunft merken soll. Und aber von der Gegenwart warst, dass der Schnee kalt ist und dass man nicht reintrunken kann, weil er... Nein, er schmilzt! Er schmilzt! Schau mal hier, die Fenster sind ganz nass, nur Wasser. Oh, der schmilzt. Hast du da einen Ofen rausgestellt? Na, da muss aber ein Ofen sein. Na, dazu brauchst du keinen Ofen. Warum? Sondern bloß ein warmes Lüfterl. Mein Gott, dieser Dreck. Ja, aber dafür, bitteschön, dafür kann ich nun wirklich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na. Und das ist für den Pumuckl ein sehr angenehmes Gefühl. Ja, gut gewissen ist... Saftiger Leckerbissen. Hunger! Ja, und ich glaube, die Hauptsache ist, dass jetzt wieder alles in Ordnung gekommen ist. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das hört ihr in 4 Wochen um die gleiche Zeit. Fliegen lassen! So viele Flocken fliegen und... Oh, mir wird's zu warm. Ich will wieder raus. Mir ist es so warm, dass der ganze Schnee warm wird, wenn ich rausgehe. Ich will jetzt nochmal ganz raus. Nein, nix da, du bleibst bitte nur ganz nass, Frau. Mach doch nicht. Jetzt werd ich immer rein und rausgegangen und dir rauf und dir zu. Ich muss arbeiten. Dann bring mir wenigstens ein Stück Schnee rein. Ich will jetzt mit Schnee spielen. Ja, nein, das wird es sein. Nix da, spiel mir die Hobbyspin, das ist genauso schön. Und der Schnee schaut sich von herin viel angenehmer an, als wir von draußen. Ach, der Schnee schaut sich draußen aus. Nun, den Schnee nur vom Fenster aus anschauen, das wollte der Pumuckl ganz und gar nicht. Aber die Kälte hatte ihn doch so weit erschreckt, dass er zunächst bereit war zu folgen. Aber in seinem kleinen Kopf wälzte er einen Plan. Er musste nur warten, bis der Eder weg war und somit keine Gefahr bestand, dass der Kobold sichtbar wurde. Und dann, so glaubt er wenigstens, konnte er mit dem Schnee anfangen, was er wollte. Er musste nicht lange warten. Der Eder ging fort, um sich Zigaretten... Oh, das tut ja weh!
Das kalt ist, sobald du sichtbarer bist. Dann schau lieber weg. Ist das kalt. Schon, aber zieh mich bitte raus. Da muss man ja furchtbar schnaufen und kann nicht laufen. Und neben oben. So. Wie will aber doch eigentlich wieder in den schönen Schnee sein. Warum ist der denn so kalt? Ja, weil es aus dem Winter ist. Ja, und hier am Ofen ist es, Gott sei Dank, Sommer, schöner Sommer. So, jetzt komm her. Da wickeln wir die in meinen Wollschal. In einem Wollschal, ja. Ja. Weißt du was? Man müsste, ich habe eine tolle Idee, den Winter von draußen hereintun zu dem Sommer am Ofen. Ja, du wirst dich hacken. Wieso? Sei froh, dass der Herr Ringverschnee ist. Oh, ich hab dir keine Flocke mitgebracht. Ich hab alle Flocken draußen. Flocken. Nein. Was ist denn das? Schneit hat seit Nacht mindestens 10 Zentimeter Schnee verkehrt. 10 was bitte? 10 Zentimeter. Tantan? Ja, das geht ja bis zum Bauch, wenn es rausgeht. Ich will rausgehen. Ja. Ich will jetzt gleich nicht rausgehen. Das sieht ja so wonnewatte weich aus. Da will ich nicht nur bis zum Bauch, sondern da will ich bis zum Hals will ich da reingehen. Also ich sollte halt drauf bleiben. Warum? Erst der Nase und frierst den Stoß. Lass mich aus, ich will raus. Nein. Ich bin ja unsichtbar, wenn du wegschaust. Und wenn ich unsichtbar bin, dann werde ich auch nicht nass. Und wenn ich nicht nass werde, dann friere ich auch nicht. Weißt du denn das immer noch nicht? Lass mich jetzt aus! Trotzdem fährst du etwas Warmes so für alle Fälle. Und jetzt sehe ich, dass ich zufällig zum Fenster nachschaue. Das ist mir auch egal. Ich will raus. Schau doch mal, was jetzt los ist. Ja, schau. Tanzt wieder, Schneidmuff. Ja, wie das tanzt und glanzt und wirbelt und zwirbelt. Oh, ist das schön. Das sind Schneeflocken. Ja, Schneeflocken locken. Oh, die muss ich fangen. Ich fange alle Schneeflocken, alle. Soll ich dir eine mitbringen? Zu holen. Jetzt ist er weg, jetzt kann ich Schnee hereinholen. So, aller Schnee muss in die Stube sitzen. Aller Schnee, große Arbeit für den Pumuckl. Große Arbeit, der Meister Ede, der wird sich wundern. Ja, so. Er weiß noch gar nicht, wie Kobolde arbeiten können. Die können arbeiten, sag ich, Arbeit. Oh, wo ist denn mein letzter Schnee hingekommen? Den habe ich doch neben den Ofen. Der ist weg. Der hat den einen Schnee gestohlen. Der war doch gerade noch da. So eine Unverschämtheit. Wo kommt denn diese Wasserpfütze her? Das sieht ja aus, als hätte hier ein Hund. Also da muss ja irgendwo ein Hund sein. Na, warte. Und der hat meinen Schnee gestohlen. Diese Schachtel voll Schnee verstecke ich hinter die Bretter. Jawohl, hinter die Bretter. Die ist der Angewetter. Wo, Mugi? Oh, du bist ja viel zu früh da. Was machst du denn hinter die Bretter? Nur so ein bisschen Winter hereintun. Aber es wird noch viel mehr. Das wird schön. Weißt du, dann kann ich in der Wärme fein mit Schnee spielen. Ja? Probier's, wenn du gehst. Du gesehen, ich bin ja nicht nur eine mit, sondern zwei. Ja. Oder 100. Oder 50, 187. Ja, dann lauf zu. Ja, also gut. Schneeflocken fliegen, Schneeflocken, Traumflocken liegen, überall, das ist mein Fall, ich fang euch all, knall, ho, oh, oh, ho, oh, ich tu's rein, ich tu's raus, Meister Eder, schau! Da muss ich nur jetzt schauen. Oh, ist das schön. Der kleine Kerl im Schnee, das muss ja wirklich saukomisch sein. Hey, Bumbuki, du schaust wie der Schneemann aus. Ja, wirklich, bis zum Bauch geht der Schnee. Ein richtiger Schneefloh bist. Ich sehe dich. Oh, schön! Aber kalt, plötzlich schrecklich kalt. Mein Finger, mein Zeh.